Eine halbe Stunde vor Spielende haben sie alle gesagt, hier geht nichts mehr. Ende aus, Traumschluss. Und dann kam er, der Mann mit dem goldenen Händchen. Da kommen wir später noch dazu. Uwe Neuhaus mit zwei Neuen. Marco Alvarez und Marcel Hilsner. Und dann ging die Post ab. So wie hier die Schnellbahn gerade vorbeigezischt ist. Dann auf einmal macht Dynamo Dresden aus 0:1 und 2:1 gegen Heidenheim, gewinnt zum ersten Mal gegen Heidenheim. Und nun geht es zum Spitzenspiel, zum Sechs-Punkte-Spiel nach Braunschweig. Und auf einmal sagen die meisten wieder, sagen die nun, wir steigen auf oder sagen die es nicht? Das ist die Frage. Wir haben welche aus Torgau, zumindest so aus dem Umfeld, und wir haben einen Siebenjährigen. Und wenn Siebenjährige reden, glaube ich, hören sie alle bei der Grätsche zu. Was ich sensationell finde, mitten in der Woche kommt ihr aus Torgau. Aus Doberschütz, Doberschütz bei Torgau. Doberschütz bei Torgau. Kommt ihr hierher marschieren? Ja. Eilenburg, so. Wir hören Mittag auf mit Arbeiten und fahren hierher zu Dynamo. Aber ihr seid keine Torgauer und keine Doberschützer. Doberschützer. Nee. Wir sind Doberschützer. Wir sind Doberschützer. Wie kommt man denn aus Doberschütz dazu, Dynamo Dresden-Fan zu sein? Das ist schon geschichtlich hinterlegt. Die sind alle Lok bei uns gewesen früher. Und mein Geburtsname ist der 12.04.1983, Dynamo 12.04.53. Das sagt eigentlich schon alles. Ich wurde 30, Dynamo wurde 60 Jahre. Also wir waren ja beim letzten Bundesligaspiel dabei. Das war hier gegen Bayern München. Das letzte Auswärts-Bundesligaspiel, Bayern Leverkusen. Hat man sogar mal eine Banner hängen. Pass auf, jetzt muss ich dir natürlich was ganz Großes sagen. Diese drei Herren, weil die wurden ja befreit dann auf eurer Brücke da in Torgau von den Russen. Ja? Und da würde ich sagen, wenn ihr drei Russen wärt, würde ich sagen, Malort Jotz, das sind drei Prachtkerle. Und in diesem Sinne. Hattest du noch damit gerechnet, dass das Ding noch gedreht werden kann? Ehrlich? Ehrlich? Wer hat am längsten? Ich hab getippt, dass Heidenheim heute gewinnt. Weil Dynamo ganz schwach angefangen hat und ohne Wucht und alles. Im Heimspiel erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr. Da muss man halt die Luft brennen und so. Aber dass Dynamo zusammengekommen ist und dann damals Ausgleichstor gemacht hat und vor allem 2-1 war richtig gut, schnell gespielt. Das fehlte eigentlich in 90 Minuten etwas. Und am Ende war das ein bisschen glücklicher Sieg, aber auch nicht unverdient. Und damit kann man leben, aber ich traue immer noch den Ergebnissen nach, die vor vielen Wochen passiert sind. Ne? Das müssen wir jetzt nicht machen. Nee, das müssen wir nicht machen. Guck mal, du hast zum Beispiel die beiden Hände aufgestützt. Ne? Ja. Du hattest also gar kein goldenes Händchen frei wie der Trainer Neuhaus für die beiden, die da reinkamen. Das war ja wie eine Seltersflasche, als die beiden drinnen waren. Für die zwei Feststellbremsen, weißt du? Für Osman und für Stefaniak. Das war wie erfrischend, wie früh, wenn du einen Schädel hast, einen Brummschädel und trinkst Wasser. So ja, ungefähr war das. Und das war Rotwein oder was? Oder Champagner? Nee, es ist schon, ich muss sagen, es ist natürlich irgendwas nicht glücklich, aber natürlich, wenn man einwechselt, dann hofft man natürlich immer, dass da irgendwas passiert. Deswegen ruckzuck. Tabelle schon mal geguckt? Nee. Jetzt sind es nur noch wenige Punkte Rückstand. Wie viel? Also zum Beispiel, wenn du in Braunschweig gewinnen würdest, wären es auf Braunschweig noch drei. Ja, aber grundsätzlich denke ich nie, dass Dynamo so stabil ist, weil ich mich über die vielen Unentschieden ärgere, die vorher passiert sind. Ich sage bloß gegen Bochum, gegen Karlsruhe, gegen Kaiserslautern und so weiter. Und das musste erstmal kämpfen, denn heute war auch, der Sieg ging ja auch an seinen Faden. Zum Beispiel, das dürfen wir nicht ganz vergessen, er hätte einen Elfmeter für Heidenheim geben können. Ja. Und das war für mich so ein bisschen ein Punkt, hat er nicht gegeben, dieses Schwein müsste auch haben. Wenn sie die Chance nutzen, ich würde es ihnen gönnen. Wenn du oben angreifen kannst, musst du es einfach nutzen. Und die Chance, wenn die da ist, musst du jetzt voll angreifen. Nun erzähl mir mal, wie das heute hier war bei dem Spiel. Eigentlich sehr gut. Eigentlich sehr gut, weil? Weil wir gewonnen haben. Aber es stand lange 0:1. Ja. Was hast du da so gedacht? Ich dachte schon, wir verlieren. Da war richtig gar nicht mehr. Und dann kamen die zwei rein. Hast du das mitgekriegt? Ja. Der Hilsner kam rein? Das war der Blonde?
Ja? Und dann kam noch der andere rein, der Alvarez. Zum ersten Mal hat er richtig mitgespielt. Das war wie wenn du zu Hause eine Seltersflasche öffnest. Und dann ging es richtig ab, oder? Ja. So, wie ist denn das, wenn die Tore fallen? Was machst du da? Ich freue mich. Und wie? Wie? Mach mal vor. Wie freust du dich, wenn du... pass auf, ich bin jetzt der Reporter, ich mache dir das vor. Ich sage, der Hilsner ist auf dem rechten Flügel, flankt nach innen, Bjerko ist da und Tor! Tor! Na, 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 na! Jetzt muss ich von dir noch wissen, steigen die noch auf? Das ja. ist das Gesicht eines Kenners. Denn er hat ja mitgekriegt heute. So einfach war das alles nicht. So, jetzt haben wir hier drei junge Menschen, die wieder glücklich sind, weil sie von einer halben Stunde noch todtraurig waren. Richtig? Ja. Denn von einer halben Stunde stand es noch 0-1. Kann man so sagen. Und dann auf einmal macht der Folgendes. Der Kollege Neuhaus, du kennst 007, der Mann mit dem goldenen Arm. Ja. Das ist jetzt 007a. Uwe Neuhaus, der Mann mit dem goldenen Händchen. Ein genialer Wechsel. Denn was hat er gemacht? Er bringt zwei rein und macht sie auf wie eine Seltersflasche. Und es geht ab ohne Ende, oder? Und knapp 1-0. Ja, sofort Hilsner. Aus dem Nichts. Ja. Er hat bisher wie viele Minuten Einsatz gehabt? Wenig. 29 Minuten in der ganzen Saison Einsatz. Und ist jetzt der absolute Matchwinner, weil er natürlich mit der Eingabe auf Berko die Vorarbeit macht. So, und natürlich der andere Alvarez auch nicht schlecht. Also wenn wir nach der ersten Liga greifen, greifen wir nach der Sterne. Mit dem Kader, den wir momentan haben. Also Realistisch. Und jetzt du? Und habe ich schon gesagt. Wer zu viel verlangt. Oder wer zu viel des Guten. Jetzt sagen aber alle, die Ahnung haben. Der Sommer. Der Alte. Ja. Der Geier. Selbst der Meier sagt, wenn man es greifen kann, muss man es mitnehmen. Wenn man es greifen kann, muss man es mitnehmen. Wann nu? Aber dann, wenn wir nur verlieren, ist auch nichts. Was sagt der Experte? Du kannst nichts gegen eine Mannschaft machen, die unbedingt hoch will. Diese Mannschaft heute mit dieser Schlussphase und auch beim Spiel in Stuttgart hat gezeigt, dass sie unbedingt hoch will. Dass es schwierig ist, hoch zu wollen, weil sie haben ja auch genug versaubeutelt schon in dieser Saison. Bis auf die Situation im 94. Also so darfst du da im 16er nicht reingehen. Also mit 2 Meter anspringen. Heute? Nee, gegen Stuttgart. Und das geht. Und ja. Das geht im 16er überhaupt nicht. So ist es. Weil normalerweise nimmst du die 3 Punkte mit aus Stuttgart, obwohl Stuttgart die 45 Minuten klar dominierend waren, alleine von der Chancenverteilung. Der Schiedsrichter, erste wie zweite Halbzeit, muss ich sagen, auf beiden Seiten 11 Meter geben können, ja oder nein. Weißt du, was das Starke ist? Für diese herrliche Sache schenke ich dir einen Schal. Danke. Ist das nicht fantastisch? Da habe ich 3 Stücke im Schrank. Und wir werden eines machen. Wenn wir aufsteigen, heulen wir. Aber aus Freude.